Hallo. Ich habe Martin und Lena schon Bescheid gesagt. Mal gucken, wie lange es dauert. Was denkt ihr? Wer ist zuerst hier heute drin? Noch keine Anfrage da. Bei uns geht es heute wieder um Reality Show. Wir sind ja ganz kurz vorm Ende übrigens, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Noch eine Doppelfolge nächste Woche und dann ist das ganze Ding nämlich schon wieder durch für dieses Jahr. Basic Gina, hallo. Ah, Martin. Warte mal. Annehmen. Annehmen. Na, hallo. Na, was geht? Ich habe gerade gesagt, was denkt ihr, wer wird als erstes hier reinkommen? Martin hat es geschafft, aber auch nur mit 3 Sekunden. Ich war da aber auch übelst. Ja, ihr wart beide voll schnell. Heute war echt mal stark, klar. Nicht schlecht. Ich frage mich halt auch immer, was soll das? Und man guckt sich im Spiegel an und denkt sich, ja, passt schon. Guckt sich hier nochmal in seiner Story an und denkt, passt. Und dann kommt man ins Live und man sieht einfach aus wie Jimmy Klitschi, bis auf Martin natürlich wieder. Ich Gibt ja hab's an jetzt. keinem was auszusetzen, würde ich mal sagen, dafür, dass Mittwoch ist. Aber auch nur, weil jetzt mir mit fremder Hilfe ins Hopf gemacht wurde. Halbwegs okay. Kannst du mal kurz Fremde erklären, Hilfe? warum? Erklär doch erstmal, warum mit fremder Hilfe. Nicht, dass die Leute denken, der fehlt jetzt ein Arm. Nee, der Arm ist noch dran, aber der ist einge. Diese Kuchen. Ja, auch gar nicht. Was ist halt passiert? Mein Lieblingstier. Lenas Lieblingstier, eine meiner Katzen war eingequetscht in zwischen Tür und Türrahmen, da so an der Seite, und kam selber nicht mehr raus. Und dann musste ich den da rausziehen. Und keine Ahnung, wie der sich da so verkeilt hat. Auf jeden Fall hat er übelst geschrien und gezappelt und mich dann gebissen dabei. Naja, und kann es vielleicht sein, dass man dann zum Chirurgen musste? Und dann dachte ich, wird schon alles wieder easy. Und dann war gestern, war der so, sie sollten jetzt ins Krankenhaus gehen, weil es muss jetzt operiert werden. So doll, was getroffen oder was? Nee, zum Nee, Glück nicht, weil aber Katzen halt einfach richtig miese Tiere sind. infiziert. Die haben übelst viele Bakterien halt da bei sich in ihrem Speichel und das halt alles Spannend. rein. Also Leute, wenn hier jemand drin ist und Katzenbiss hat, immer in die Notaufnahme, wurde mir gesagt. Better safe than sorry. Verrückt, wusste ich noch nicht. Ja, reue Und ich wie auch lange zieht sich total. das jetzt? Ich muss jetzt morgen nochmal zur Chirurgie. Da habe ich so Todesangst davor, weil die da jetzt diese Nähte aufmachen und diese Drainageröhrchen rausziehen. Und ich hoffe, dass ich das dann halt, muss sich irgendwie selber abheilen, keine Ahnung. Und die Oder Schiene ihr bleibt überlegt jetzt euch 4 Wochen. einfach vorher, ob ihr eine Katze anschafft. Das kann dir Nee. auch mit einem Hund passieren. Vor allem also mit dem Hund jetzt so eine Infektion wahrscheinlich eher weniger, aber der kann dir halt einfach mal deinen Knochen brechen. Oh, hier, guck mal, hier direkt Lena Red Flag, dass sie was gegen Katzen sagt. Sorry. Sorry, Lena, Red Flags all over the place. Ach So, Leute, Mann. wir quatschen über Reality Show. Heißt, hat Tessa aber bestimmt schon gesagt. Ja. Acht, neun? Nee, sieben. Folgen 9 und 10. Martin. Boah, so weit sind wir schon. 7 und 8. Ist euch denn bewusst, dass nächste Woche das Ende ist? Es gab ja schon so einen kleinen, wie sagt man, eine Voraussicht? Teaser? Teaser? Ein Teaser? Teaser? Ja, für mal ein ganz anderes Ambiente und ich glaube, das wird richtig emotional. Emotional und ich glaube, das wird auch noch mal krass. Ja, aber Ja. ich find das immer dann so rausgedrückt, so jetzt fasst da mal eure Hm. 2 Wochen Vollsuff in geile Worte. Das Ach, das war stimmt. alles so, ich habe euch so ins Herz geschlossen, als mir beim Kotzen die Haare gehalten wurden. Ach, daran werde ich mich Aber es immer muss erinnern. ja auch intensiver sein als andere Geschehnisse. Hier hat jemand geschrieben, auf Join gibt es aber nur eine Folge. Ich dachte, ist jetzt Join wirklich nur eine Folge und der Rest Join Plus oder was? Ich glaube schon. Ja, Pech halt dann. Oder pro Monat Ja, abschließen. Leute, wir haben euch das jetzt seit 5 Wochen oder so gesagt, dass es halt leider so sein muss, wenn ihr die volle Experience haben wollt. Und Martin und Ja. ich haben letzte Woche schon eruiert, als es darum ging, dass ja mit das ganz krass Alkoholverherrlichung ist und so, was ja auch auf eine Art ein bisschen stimmt. Aber dafür ist es halt kein Geil. Free-TV-Content, ne? Muss halt dafür Ach so, bezahlen. ja, das stimmt. Geil, Und um die volle das ist Dröhnung so mitzubekommen, musst du halt auch was bezahlen.
Ja, und jetzt mittlerweile lohnt es sich auch, den Probemonat abzuschließen, weil man kann dann definitiv alles gucken. Das stimmt, Leute. Also wenn, dann jetzt. So, macht euch einen Timer rein. Folge 9 und 10. Wir können ja schon mal vorwegnehmen, es kommen wieder zwei Übernachtungsgäste, zwei Special... Nee, Quatsch, ein Special Guest. Zwei. Einer ist noch da. Naja, ja. Einer ist noch da und bleibt noch eine Nacht länger. Ein neuer Family Guest kommt und ein neuer... Gott, Special. Und ich fand alles daran geil. Wir können schon mal vorwegnehmen, Melody bleibt noch eine weitere Nacht. Geil. Mia direkt, oh nein. Danilo zieht ein und zu mir, also wirklich bei Love Island, ich weiß, der war scheiße, auch zu Melissa, aber das ist ein kleiner Cutie. Wie ist hat, Zuckerschnitte. Es ist ein Fuckboy, aber auch ein Snack. Ja. Tode, das ist langweilig, so. Muss ich ehrlich gestehen. Nichts an ihm ist spannend. Gar nichts. Aber er, also naja, ja, also er ist in der ersten Nacht herumgerödelt. Das stimmt. Ja. Obwohl er gesagt hat, nee, das mache ich niemals. Zwei Stunden später, let's go. Wenn meine Mutter das sieht, zack, dann kam Gina und dachte sich, Und der weitere Special Guest dann in Folge 10 ist Lena Miras. Und da dachte ich so, es wäre die letzte Person, an die ich gedacht hätte, wenn es darum geht, ein bisschen Party zu machen. Voll, ja. Und ich war auch irgendwie eigenartig, muss ich gestehen, weil da war es dann schon an dem Punkt, die hätten gar keinen Gast mehr benötigt, so fühlt sich's an. Man hat allen angemerkt, oh nee, jetzt müssen wir die nächste Person bespielen. Die haben halt... Bei irgendjemand ist jetzt schon wieder eine Rückkopplung. Safe schon wieder bei mir. Wie soll ich, was soll denn das? Warum ist denn das immer so? Was soll ich denn jetzt schon wieder machen? Es wird jetzt einfach ignoriert dann sonst. Ey, wenn es mega schlimm ist, dann müsst ihr das ja reinschreiben. Ich ahne zwar schon, dass es so sein wird, aber... Naja. Womit wollen wir jetzt mal kurz anfangen? Ich hatte mir Notizen gemacht. Habt ihr natürlich jetzt hier auf dem Handy? Wo vielleicht da das Nara-Geschehen. Ah. Oder? Ja. Dass, es muss, also es kam dazu, dass Gina den Mund aufgemacht hat, weil das aus Folge 8 musste nochmal ausgewertet werden. Ja. Dass da nachts so rumgemeckert wurde, wo ich letzte Woche gesagt habe, das war mir viel zu doll, habe ich auch gut nachvollziehen können, den Beef da mit Silvio. Und Gina hat dann Gott sei Dank den Mund aufgemacht und gesagt, so passt das nicht. Und du solltest dich vielleicht auch bei allen entschuldigen. Es stand ja auch schon im Raum, ob sie sie rauswerfen. Da habe ich schon verständlich gedacht, okay, ich wäre jetzt nicht dagegen, hätte sie kein Problem mit, weil sie, ja, nicht mein Lieblingsmensch dort in diesen Räumen ist. Und das wurde dann nochmal geklärt. Ich fand es aber auch mega gut geklärt. Also ich fand es voll gut von Gina, dass sie es angesprochen hat. Und sie hat es auch direkt, aber höflich so gesagt. Kannst du nichts gegen sagen. Und auch, dass Nara sich da jetzt entschuldigt hat. Hat ja jetzt bisher dann nicht mehr so weiter mega viel Drama gemacht vorher. Nee, sie kam ja auch relativ einsichtig direkt auch rüber und meinte so, okay, dann entschuldige ich mich nochmal vor der Gruppe. Ja. Was ja aber auch schon wieder so ein weirder Moment war. So, es wird alle werden zusammengetrommelt. Nara so direkt, weil alle, sie ist ja dann wirklich schon wieder, und das fand ich auch schon wieder geil von Jessie B. Als dann ich, ja, sonst hauen wir die halt einfach raus. Und Jessie ja auch so, ja, wir müssen ja jetzt auch nicht alle Leute rausnehmen, vielleicht erstmal raushauen, vielleicht erstmal das Gespräch suchen, wer angebrachter. Und dann wird ein Family-Meeting einberufen. Nara fängt an, ja, ich will mich eigentlich nochmal entschuldigen für letzte Nacht. Ja, cool, dann. Okay, passt. Hat Family Meeting beendet oder was? Nee, die haben doch dort gesessen, weil irgendwas auf dem PC stand, auf dem Fernseher stand, oder? Ja, auch, aber das war ja bei der Produktion auch so gewollt, weil ja vorher drüber gesprochen wurde, dass wahrscheinlich jemand rausgewählt werden soll. Naja, also auf jeden Fall, ja, fand ich gut, wie sie es gemacht haben. Sorry, Leute, ich suche gerade was. Was? Die eine geile Handcreme. Können wir dir helfen? und dann muss ich aber nochmal sagen, ich habe mich wirklich gefreut über Melody, sie überhaupt mal wieder in einem Format zu sehen, weil wir hatten ja zuletzt das Vergnügen mit ihr bei Ex on the Beach. Bin ich richtig? Schon wieder ein bisschen her. Genau, und ach Mann, ich mag Mia auch total gut leiden und wir sind ja nicht dabei im Haus, sind wir ja wirklich nicht. Ja. Aber alles, was wir bisher von Melody dort gesehen haben, fand ich jetzt nicht super provokant, dass sie jetzt Yassin krass anflirtet. Ich habe das wirklich so verstanden, dass sie halt einfach sich mega gut verstehen und das kann ja nun mal auch bei einer Frau und bei einem Mann vorkommen. Ja,
Ich fand auch, man hat ja dann auch gesehen, wie sie bei Silvio Gas gegeben hat, wo das Sixpack abgeleckt wird und so. Und das hat sie ja jetzt bei Yassin, was wir gesehen haben, null gemacht. Das war ja immer chillig eigentlich. Aber ich glaube, das ist halt auch wirklich einfach bei mir so der Fall, dieser kleine Tiger, der halt einfach sein Revier verteidigen möchte und in jeder neuen Frau erstmal Potenzial sucht. Ja, und oh mein Gott. Dieses frisch Verliebte, was die ja wirklich gewesen sein müssen, und Melodies Auftreten alleine bringt das halt auch mit, dass andere Leute eifersüchtig werden, habe ich das Gefühl. Weil sie halt auch sehr, sehr selbstsicher ist. Ja. So, da werde ich wahrscheinlich auch erstmal eingeschüchtert. Aber so finde ich es natürlich mega geil, würde ich mir gerne eine Scheibe von abschneiden. Ey. Die haben sich ja Gott sei Dank, da war ich relativ stolz, dass sie sich nicht denn noch in den Haaren hatten. Mia hat einfach gesagt, ist jetzt nicht meine Lieblingsfreundin, aber hat ja dann am Ende auch nicht sinnlos über sie hergezogen oder so. Ja. Und dann fand ich es okay, sag ich mal. Ja. Ja, dann ist, wie gesagt, schon Danilo eingezogen. Gina direkt hier, beide Augen draufgeworfen. Und dann Aber Ginas Typ ist auch wirklich jeder Mensch, oder? Kann es einfach sein? Ja, ich meine, Silvio fand sie, das ist ja später auch nochmal ein Thema, fand sie ja wirklich auch gut, als er reingekommen ist. Das Aber ich glaube, ja so. Sie fand Silvio nur gut, weil du halt ein bisschen Bock hattest. Ja. Also so generell auf einen Mann vielleicht. Ja. Und dann waren alle anderen, entweder sind sie nicht dein Typ oder sind ja dort schon halb verkappelt. Und dann denkst du halt, na gut, dann probierst du halt ein bisschen bei Silvio ein bisschen Schmusi-Time. Und Silvio ist ja auch kein ekliger gewesen. Nee, so, aber also, ich glaube aber tatsächlich, Danilo war wirklich komplett ihr Typ. Kann man doch verstehen. Ich weiß es nicht, aber sie wollte halt auch vorher an Nick ran. So. Aber jetzt, da war vielleicht ein Alkohol-Getaker. Ja, hier, Gina schreibt, ja Mann, so sieht's aus. Du sagst es. Ich will überhaupt gar nicht verurteilen. Genau dafür, ja Mann, so sieht's aus, schreibt sie dazu auch. Danke. Aber ich weiß gar nicht. Ja, Martin, gleich aus dem Kontext gebracht. Nee, also genau dafür ist das ja auch da. Man kann ja auch wirklich einfach alles gut finden. Es ist nicht der Bachelor. Nee, ja. eben. Und ich fand es halt, dieser ganze Vibe, der mit dem Einzug von Danilo kam, Yassi natürlich gleich wieder rangenommen, meinte, ey, super entspannter, cooler Typ. Und dann halt wie Gina, wirklich wie so eine kleine Schwester zu ihrem großen Bruder geht, ja, und findest du den auch gut? Ja, ist voll entspannter, geiler Typ. Ja, kannst du irgendwie schon mal ein bisschen einläuten? Kannst du mir da ein bisschen so geil. Habe ich richtig gefeiert. Weil man kriegt so die Vibes, man kennt das so krass. Ja. So, dass man so andere mit einbeziehen will, dass es nicht so mega aufdringlich, in Anführungszeichen, rüberkommt, sondern so ein bisschen cool, ein bisschen chillig. Und ich habe mich ja so gefreut, dass er sie auch gut fand. Ja. Geil. Und wie halt alle mitgespielt haben. Melody ja dann auch nochmal mit einbezogen. Ja, übrigens, Danilo, ich biete dir jetzt einfach hier nochmal mein Bett an, weil ich hatte ja schon eine Nacht da drin. Ja, Danilo, das war richtig. Gina, wo lässig gemacht. Ach so, na, ich habe halt auch mein Bett jetzt abgegeben für Melody, deswegen, also ich würde sonst halt bei dir schlafen. Wenn es okay ist. So. Aber da habe ich mir aber auch gewünscht, dass es so läuft, weil dann, sonst wäre es unangenehm geworden, das natürlich. Und ja, das war die Stimmung der beiden hat es irgendwie hergegeben. Fand ich auch gar nicht, oder? Also nicht, dass ich... Super. Fand ich mega geil. Also generell zu den beiden kann ich nichts Schlimmes sagen. Das ist für mich ein guter Vibe, der da herrscht. Wer weiß, wo es danach noch hingeführt hat, und selbst wenn es nirgendwo hingeführt hat, für die Zeit dort war es doch entspannt und für uns als Zuschauer auch mit schön anzusehen. Ich hatte vor allem halt dann Schiss, dass es vielleicht so nach diesem Kennenlernabend, wo es dann auch gleich zur Sache ging, dass es vielleicht am nächsten Morgen oder am nächsten Tag generell ein bisschen komisch ist für einen der beiden. Aber ich fand, die haben voll an dem Vibe wieder angeknüpft. So. Ja. Und als sie weg waren, irgendwie waren sie doch mal, diesem Stand-Up-Paddle-Challenge mit dem Essen. Oh, zu dem müssen wir nachher nochmal kommen, weil da ist mein Messbecher ist hier oben voll und der ist nur bis hier eigentlich. So, aber da kam sie auch wieder und hat ihm einfach einen Kuss gegeben zur Begrüßung. Ich dachte so, süß. Ja, und ich fand auch gut, dass Danilo, also zumindest hatte ich da den Eindruck, sich erstmal zurückgehalten hat. Und wie Belly dann so eine Viertelstunde später mitkriegt, boah, was? Wieso erzählst du das vor ihm? Ja, und mir so anguckt. Rausgefallen. Und beide so. Ja,
Und dass er da aber jetzt nicht gleich alles geglaubt hat, sondern Gina wurde es erzählt, dann wurde nochmal zum Gespräch gebeten und auch dann zum Ende der 10. Folge hat ja dann Yasin irgendwie nochmal so ein bisschen gegen Gina geschossen, bezüglich Elena, kommen wir auch danach dazu. Und da meinte ja dann Yasin, ja, und ich glaube auch, dass Silvia am Ende recht hatte mit dem, was er gesagt hat. Und Danilo ja immer noch so, keine Ahnung. Ja, der nimmt das echt ganz locker hin, ne? Ja, ja. Voll gut. Ich musste erst mal lachen, wie er so meinte, du, das mit dem Silvio, wie lange ist das her? 4 Tage. Aber trotzdem halt geil zu sagen, na, jetzt bin ich halt hier, jetzt findet sie mich gut, ist mir doch egal, was vorher war. Genau. Und man muss auch mal berücksichtigen, der hat ja wirklich nicht mal was gesehen, so wie wir vorher. Der weiß ja gar nichts. Und dann, dafür ist es dann relativ schnell gegangen mit Gina, wenn der vorher gar nicht wusste, wer da drin ist und so. Und, aber so, mit so einer Einstellung da ranzugehen, ist auch das Richtige. Und das sieht man aber sehr wenig, finde ich. Das war auffällig. Ja, das stimmt. Und ich finde es krass, das habe ich erst, als er eingezogen ist, er ist ja erst 24. Ja, komisch, ne? Wie kann denn das sein? Ich dachte, er war bei Love Island schon 25. Und bei Jessie Klein auch 24. Der war doch auch bei Love Island, der noch so super jung. Und dann ist er doch auch kurz, oder was heißt kurz, der war, glaube ich, ein Jahr bei Köln. 50, 60. 90, 80, 3000. Ja, 0800. Und er hatte nämlich auch eine Freundin, deswegen. Stimmt. Ja, so, das habe ich natürlich recherchiert. Auf jeden Fall. Wollen wir mal schnell zu Elena einzukommen? Ja. Elena zieht ein und also du kannst halt auch sagen, was du willst. Diese Frau sieht granatenmäßig aus. Also ich kann alle verstehen, die einfach sagen, Junge, das ist eine scheiß 10 von 10, wenn nicht sogar eine 12 von 10. Und ich kann, obwohl man das nie macht, aber da sind wir Frauen uns auch erst noch im Entwickeln vielleicht, dass die Frauen auch erstmal so sind, so, nee, gar keinen Bock auf die Macht, nur Stress. Weil natürlich auch ein gewisses Maß Eifersucht und Neid mitspielt. Ob du willst oder nicht, wenn du diese Frau siehst und du denkst so, scheiße, vielleicht findet mein Boy die jetzt heißer und dann ist es einfach so. Man macht's nicht, aber wie gesagt, wir sind alle noch im Lernen. Was ich nur wirklich komisch fand, dass alle noch so dieser krassen Meinung waren, von wegen, oh, egal wo Elena ist, es gibt nur Streit und die ist so eine richtige Bombe. Und man muss sagen, ja, Sommerhaus, alles gut, bei Love Island war es vielleicht auch nicht mehr so gut. Aber im Dschungel, also ich weiß jetzt nicht, ob ich falsche Erinnerungen habe, war sie ja echt. Ja, also meine Erinnerungen sind da jetzt auch nicht nur so rein positiv, auch beim Dschungel, da war doch mit Anastasia und so, die sind doch auch nicht gut da beide zusammen raus, oder? Ja, wir haben sogar gegeneinander geboxt beim Promi-Boxen. Stimmt. Deswegen, oder? Ja, aber weil es da so eine Kloppe gab und ich, grundlegend kann ich mich auch an keine Situation erinnern, wo ich sage, wow, Elena, hier hast du einen coolen Beitrag geleistet, hier hast du für Harmonie gesorgt. Also nie. Ja, also für Harmonie definitiv nicht, aber ich kann mich auch an keine Show erinnern, wo man danach sagt, ey, mal so eine kleine Party mit Elena Miras, hätte ich richtig Böcke zu, dass sie einfach nur ein Partyschwein. Null. Aber also die wurde ja nur dort reingeholt auf den letzten Metern, um nochmal ein paar Brände anzuzünden. Ja, ich hätte es nicht mehr gebraucht, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde es geil, dass sie dort ist, weil ich auch, wie Lena vorhin meinte, das super überraschend finde, dass sie überhaupt in diesem Format mitmacht. Aber schon eher hätte ich mir auch gewünscht. Ja. Und ich kann es insofern verstehen, dass man da erstmal Ehrfurcht hat, generell vor ihr als Person und da vielleicht auch als Girl ein bisschen eingeschüchtert fühlt, weil sie ist halt auch ein Auftreten so, ne? Sie weiß, was sie will, wer sie ist, dass sie findet sich selber geil und so. Hier war aber auch gerade ein Kommentar, dass ja zum Beispiel eine Mia immer im Interview sagt, sie ist halt die Geilste und so, keiner kommt eh an sie ran und bei jeder, fast jeder Frau, die reinkam, so, also sie ist schon ganz schön viel bei Yasin. Ganz schön viel. Aber das ist halt das, was auch Martin meinte, es ist wahrscheinlich dieses frisch verliebt sein, was vielleicht auch keine Entschuldigung ist. Aber die sind halt auch nur in diesem Haus. Sie wissen ja noch nicht als Paar, wie das ist, wenn sie dann draußen sind. Hat ja anscheinend nicht so gut funktioniert. Aber erstmal zweitens. Aber trotzdem, bei jedem Girl, was ansatzweise hier irgendwie Konkurrenz machen könnte, ist erstmal, wenn hier schon die Krallen, die werden gefeilt, bevor neue Acrylic Nails drauf. Und das, wo ich auch noch lachen musste, mir dachte, Girl, naja, als auch Elena reinkam und Gina ja auch so ein bisschen Schiss hatte um Danilo, meinte doch Mia zu ihr, ach, nur weil jetzt hier so ein anderes Girl reinkommt,
Hallo, müssen wir jetzt nicht so einen Konkurrenzkampf hier starten? Und wo ich dachte, hä, das machst du doch eigentlich, hast du doch die ganze Zeit gemacht. So, what? Wollen wir mal noch über dieses Spiel reden, bezüglich, wo Eigenschaften zugeordnet werden mussten und Jessie B. Danilo Fake zuordnet? Emanuel. Was habe ich gerade gesagt? Danilo. Oh, nee. Emanuel, ja. Fake zuordnet. Und also am Ende des Tages war er fake, aber auch ein Ehrenmann. Ist ja ganz klar. Ja. Und ich habe erst verstanden, Ehemann. Dachte so, was ist das für ein jeder Scheiß? Und ich konnte Jessie da schon verstehen. Also ich verstehe auch ihren Move, weshalb er für sie fake ist in ihren Augen. Aber ich habe halt da wirklich, aber die Erklärung für gebraucht im Nachhinein. Genau, es ist halt schwer, wenn du sowas an den Kopf geworfen bekommst. Und derjenige dann erstmal rausgeht und sagt, nee, ich kann dir das jetzt nicht sagen, nee, habe ich jetzt keine Lust drauf. Und du hockst oder denkst so, na ja, also cool, danke, aber ja. So, reden wir drüber in 3 Stunden, in 24 Stunden, man kriegt dich dafür immer nicht herum. Ja, aber ich habe mir trotzdem auch so gedacht, ja, aber Emanuel, vielleicht weiß er es nicht mehr, weil er jeden Abend ganz doll besoffen ist. Sie hat ja schon oft mit ihm auch diskutiert über dieses, du bist doch geoutet, was ist dieses große Problem, hier jemanden zu küssen. Dass es natürlich bei jedem selber liegt, ob er das jetzt weder küssen will oder nicht, ist eine andere Sache so. Aber ich habe das gleich damit verknüpft und gedacht, okay, deshalb. Aber ja, ich bin natürlich auch bei euch, dass man es ihm schon auch so hätte erklären können in dem Moment und nicht erst mal sagen. Ich finde, Fake ist halt nicht so richtig der beste Begriff, um die Problematik zu umschreiben. Und vielleicht war es so, halt auch... So wie so eine Übersprungshandlung vermutlich gehabt. Und dann so, das passt irgendwie in die Richtung, das drücke ich ihm jetzt auf. Ja. Und das war vielleicht ja am Ende auch gar nicht so ihre Intention, dem das so, vielleicht wollte sie auch einfach nur nochmal auf eine andere Art und Weise nochmal auf ihn zutreten, weil da ja auch, sie hätte ja auch nicht Nein gesagt, das steht ja auch noch im Raum. So eine ja. Schleife. Aber jetzt mal so, wer hätte es halt sonst da kriegen sollen? So richtig fake ist ja da jetzt auch niemand, oder? Also, oder ich vergesse gerade. Ich weiß auch nicht, wem ich es gegeben hätte. Silvio? Oder wen meinst du da unten, Lena? Ich halt einfach mein Maul. Wir reden hier übrigens über Reality Show, weil jemand hat schon gefragt, ob wir über Ex on the Beach reden. Nein. Aber wir haben Melody trotzdem in der Pipeline. Tessa, ja. Willst du nachgucken? Oder wollen wir? Ich habe noch keine Anfrage, aber ich lade sie jetzt mal ein, falls sie hier schon am Start ist. Vorschläge Melody wird gleich vorgeschlagen. Also Insta weiß Bescheid. Ich habe sie mal eingeladen. Abgehört werden wir hier. Ja, und da muss ich unbedingt noch über Silvio sprechen. Hallo! Oh. Wow! Das ist ja schnell. Hey, toll. Es ist mir eine Aufregung. Ich bin doch sonst nie live. Wie cool siehst du denn aus? Ich sehe besser aus, als ich mich anhöre. Das tut mir ein bisschen leid. Ich wollte an Silvester schon wieder allen beweisen, dass ich singen kann. Und jetzt ist die Stimme ein bisschen weg. Aber für euch ist sie noch da heute. Aber doch lieber so rum, als wir hören uns besser an, als dass wir aussehen. Also von daher... Ich weiß nicht, was besser ist. Mein Name ist Melodie. Alles muss wie eine Melodie klingen. Ich würde lieber gut klingen als aussehen. Okay. Also erstmal herzlich willkommen, Melodie. Wir haben dich ja Ewigkeit nicht mehr gesehen. Letztes Jahr hatten wir ein Interview nach Ex on the Beach mit dir. Und dann warst du erstmal hier, Jet Set. Überall in Amerika. L.A. Girl. L.A. Ja, jetzt bin ich broke, aber es hat sich gelohnt. Es war wunderschön. Das ist die Hauptsache. Ich hoffe, du hast ein bisschen ordentlich Cash bekommen für deinen Gastauftritt da bei Reality Show. OnlyFans lief besser, ja. Aber hast du OnlyFans nicht aufgehört? Ja, habe ich tatsächlich gemacht kürzlich. Ich weiß auch noch nicht so, ob ich es ein bisschen bereue, weil also das Geld, ne? Ich muss vielleicht meinen Lebensstil wieder zurück anpassen oder mehr Shows drehen. Wir hätten natürlich nichts gegen mehr Shows. Fürs Aufhören? Der Grund fürs Aufhören? Ich hatte so eine ganz tiefgründige Unterhaltung mit jemandem in L.A. und dann hat er mir die Augen geöffnet, dass ich das machen muss, was ich liebe und darüber nicht nachdenken sollte, was der größte finanzielle Aspekt an der Sache ist und sowas. Und deswegen bin ich jetzt wieder fleißig im Tonstudio, endlich nach sehr, sehr vielen Jahren. Ja, endlich wird ja wirklich mal wieder Zeit. Aber hier schreiben auch alle, Melody, wir brauchen dich in mehr Formaten. Also wir können es ja jetzt auch nur sagen, in jedem Format hast du halt immer Spaß reingebracht. Ja, vielen, vielen Dank. Aber ich muss dazu eine Sache sagen. Bei Reality Show, das habe ich irgendwie, und es tut mir leid, Schande über mein Haupt, aber ich habe es nicht behandelt wie ein Format. Ich dachte, und ich war über Silvester in der Schweiz, es ist wunderschön bei euch, Leute.
Aber ich bin da ein bisschen reingegangen mit der Einstellung, das guckt sich eh keiner an, ich kann machen, was ich will. So, dass es jetzt so groß wurde, das freut mich natürlich, aber hätte ich mich da ein bisschen besser benommen, bestimmt. Aber du hast dich doch nicht, also ganz ehrlich, du hast dich 0,0 schlecht benommen. Im Gegenteil, du hast wieder mal bewiesen, dass wahrscheinlich Leute, die dich noch nicht kannten, auch wie andere in dem Haus, wahrscheinlich erstmal waren voreingenommen und du warst einfach eine kleine, süße Maus. Oh, vielen Dank. Süße Maus. Du hast nicht, 0,0 nichts Schlimmes gemacht, du hast das mit Party gemacht, du hast selbst bei diesen Bucket-Challenges mitgemacht, also hallo, eine Schüssel Senf essen. Boah, lächel sofort. Danke, dankeschön. Also ganz ehrlich, was ich dachte, null dievenmäßig oder sonst wie verhalten. Schön. Nee, aber es gab natürlich wieder das alte bekannte Problem, was trotzdem immer kommt. Also vielen Dank für die Lobreden auf mich. Aber das sehen ja die Leute zuerst immer nicht. Die sehen ja erst den Hintern und nicht, wie toll ich bin. Es ist immer wieder das gleiche Spiel. Und ja, da kam es da im Haus mit Mia auch zu sowas, wie ich bei Ex on the Beach mit Selina erlebt habe. Also ich habe da schon jemanden gefunden und jetzt kommt Melody mit ihrem Hintern rein und es ist einfach, wir hassen sie jetzt alle so. Das ist ja immer diese Ausstrahlung, wenn ich irgendwo hinkomme. Mhm. Ja, meistens ist es auch so, ich will deinen Boyfriend gar nicht, aber okay, ich habe da auch kein Mitspracherecht. Ich fand's schade, weil ich mit Mia schon, also die war in mein Gesicht, ne? Selina war dann wenigstens, hatte so viel Anstand, dass sie gar nicht mit mir geredet hat, aber Mia war einfach in mein Gesicht total lieb. Und hintenrum war es dann so, und man hatte auch im Nachhinein noch Kontakt. Und dann habe ich erstmal gehört, also wie sie mit mir redet und wie sie über mich redet. Also du hast jetzt in der Show an sich gar nicht mitbekommen, wie Mia geht. Nee, irgendwann habe ich gemerkt, also natürlich hat mich auch die Produktion ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, aber dann habe ich auch gesehen, na, ich wurde halt danach gefragt, glaubst du, dass Mia irgendein Problem hat? Und dann weißt du, hä, nee, glaube ich nicht, weil ich kannte ja das Verhältnis zwischen mir und Yasin, was wirklich einfach Freundschaft auf den ersten Blick war. Und Yasin ist halt ein Sonnenschein, der das Leben mit vollen Zügen genießt. Und da ich ein Depri-Kind bin, brauche ich so einen Menschen in meinem Leben. Ich umgebe mich gerne mit solchen Leuten. Und darum hat es da direkt gefunkt irgendwie, aber wirklich auf eine freundschaftliche Art. Und das so platonisch war, habe ich ja gar nicht gemerkt, dass irgendjemand ein Problem schon wieder hat. Ich merke sowas eben als Letzte, glaube ich. Also man hat es ja auch gemerkt, und Yasin, ihr habt ja sofort eben auf dieser freundschaftlichen Basis angeknüpft. Also ja. Ich hatte da null irgendwann mal einen flirty Vibe gespürt. Also. Ja, ja, also das Einzige, ich fand diese Szene so witzig, ich saß wirklich hier und hab laut gelacht. Mia beschwert sich bei Belly und sagt, sie soll mal gucken gehen, wir sind so touchy im Pool. Und dann eine Sekunde später einfach der Schnitt, wo Yasin da im Pool steht und ich da drüben und Belly so um die Ecke gucken kommt. Sind die Touchy im Pool? Ja, nee, das einzige Mal, dass ich Yasin angefasst habe, war halt, als ich ihm Pickel ausgedrückt habe, was die einzige Szene war, es wurde reingeschnitten, weil es das einzige war, dass sie es reinschneiden, also wo sie es reinschneiden konnte, ja. Dass ich reingefasst habe. Vor allem, ja. Da ist ja wirklich nichts sexy dran. Dann sagt, sexy nee, Vibe zwischen uns. Das mache ich auch bei jedem, der mich lässt, ich mag das. Wärst du denn an Yasin rangegangen, wenn er auf den Pool gekommen wäre? Ich weiß nicht, ich wusste halt relativ schnell, also im Haus war klar, Mia und Yasin, es wurde mir schnell so suggeriert und deswegen hatte ich da gar nicht erst eine Sekunde die Möglichkeit, drüber nachzudenken, um ehrlich zu sein. Ja. Aber war das auch, hast du dich sonst denn jetzt mal abgesehen von Mia, aber mit allen anderen gut im Haus verstanden, also mit Belly, mit Jessie? Hey, wie gesagt, ich habe mich ja auch mit Mia meiner Sicht nach gut verstanden im Haus. Ja, also da gab es jetzt keinen, von dem ich gesagt hätte, der wäre doof. Oder im Gegenteil sogar. Ich habe mich besser mit denen verstanden, als ich dachte. Und nach wie vor noch mit dem einen oder anderen hier und da Kontakt. Mit Yasin halt quasi permanent. Und also, ja, ich bin total glücklich, wie ich da aufgenommen wurde. Weil natürlich ist man total aufgeregt, immer als Nachzügler irgendwo hinzukommen. Und dann ja auch noch als Melody irgendwo hinzukommen, die vielleicht einen gewissen Ruf hat oder einen gewissen Hintern und es ist immer natürlich nervenzerreißend, da hinzukommen. Voll. Glaube ich, gerade weil die halt auch alle dann schon so eingespielt sind, ne? Und du dann denkst, oh, wie ist die Gruppendynamik, pass, ich nehme die mich jetzt auf und so. Aber als du angekommen bist, waren ja eigentlich alle relativ offen so, ne? Also, total, also das Klima da war, vielleicht war es nur um Party und Freude und es gab, glaube ich, nur zwei Regeln,
Eine, weil es mal nett zu ihm sein muss, und die andere ist, wenn sie der Großteil der Gruppe eine Person nicht da haben will, fliegt diese Person halt raus. Und ja, sonst gab es ja weiter keine großartigen Regeln und auch keinen Druck, jetzt sich irgendwie zu daten oder sowas. Und dementsprechend war es so ein lockeres Environment. Und ich glaube auch, die haben einfach gute Charakter ausgesucht für, ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel ganz großer Fan von Jessie Groß. Ich weiß jetzt nicht, also sie haben sie klein und groß genannt, ich weiß nicht. Oh, sorry. Aber sie hat halt immer noch so eine gewisse Ruhe reingebracht. Und das war immer, selbst wenn ich nervös war in irgendeiner Situation, konnte ich zu ihr gehen und dann habe ich gemerkt, nein, alles ist gut. Ich bin hier nicht irgendwie ein Außenseiter oder sowas, ich bin jetzt genauso Teil der Family. Und dann wurden auch einmal Reality-Shorts, Klamotten gebrandet mit Reality-Shorts zu uns. Mhm. Und dann habe ich mir nichts genommen, weil es natürlich für mich in meinem Kopf war alles für die Family. Und dann haben die auch alle gesagt, hey, nein, Mello, komm hier, nimm das. Also total warm und welcoming. Hat mich voll gefreut, ja. Deswegen bist du ja auch gleich noch eine Nacht dort geblieben, ne? Ja, ah, okay. Ich erzähle euch jetzt was. Fire. Produktion. Secret, secret. Nein, ich glaube, es ist okay, wenn ich es erzähle. Am Abend, ich meine, es war der Vorabend, bevor ich wirklich gehen sollte eigentlich ursprünglich, da haben wir ein Spiel gespielt. Wir hatten eine Challenge. Und in dieser Challenge hatte man ein Dezibel-Messgerät, also am Ende, um zu gucken, wer am lautesten war. Und es ging darum, jemanden auf den Hintern zu klatschen. Natürlich, weil die Situation mit Mia, Yasin und Melody irgendwie klar war außer mir, wurden Yasin und ich in ein Team gepackt und waren die Ersten, die halt natürlich den lautesten Sound da auf dem Hintern produzieren sollten. Das lief so gut, dass das Spiel nicht gesendet werden konnte. Ich aber ohne jegliche Erklärung, ich weiß nicht, ob es schon überhaupt aufgefallen ist, mit riesen blauen Arschabdrücken, Herzabdrücken. Wir haben das Foto gesehen. Ja, da bin ich auch noch wochenlang rumgelaufen. Ja, Yasin und ich, ich wollten halt beide gewinnen. Wir waren voll, ey, seit Couple Challenge will ich gewinnen. Ja, Yasin ist sowieso von Hause aus so mit seinem Basketball und sowas. Und es war dann so doll, es hat auch wirklich doll wehgetan. Wir hatten 10 Schläge, es war ganz schlimm. und es war dann so doll, dass es so sein Handabdruck in 3D aus meinem Booty rauskam. Und es floss wohl Blut und sowas alles. Und dann wurde aber ganz schnell Abbruch, dieses Spiel können wir weder weiterspielen noch senden. Ja, und es war das Spiel am ersten Abend. Und ich glaube aber auch bei mir, also ich natürlich, während ich da Schmerzen erlitt, voll aufgeregt hatte, es erst wie auf den Hintern haut, war die Stimmung dann so, dass es vielleicht noch ganz interessant war, mich und Mia und Yasin in der Nacht weiterzusehen. Und vielleicht war es im Endeffekt der Grund, weshalb das halt so war. Ja, also haben sich ja eigentlich auch alle gefreut, halt bis auf Mia. Ja, es ist voll schön zu sehen, wenn die sich alle freuen und so nett über mich reden. Das habe ich ja jetzt so auch gar nicht erwartet. Das ist voll, voll nett. Falls ja, wenn du das wusstest, hast du schon nach Ex on the Beach hast du schon gesagt, ach, dass jetzt mich alle irgendwie so gut aufnehmen, das hätte ich nie gedacht. Klar, ja, auch bei Couple Challenge. So, du machst ja nie was dolle Verkehrtes. Also, ich weiß nicht, okay, ob der Dreier hätte sein müssen bei Couple Challenge, aber gut. So an sich, ja, ich hab halt meine eigene Art, aber ich habe ein ganz gutes Herz und das sehen jetzt endlich mal Menschen. Ja, und dementsprechend, also danke, du hast gerade ganz viele tolle Sachen gesagt und mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Vielen Dank. Also, eine Frage hätte ich noch. Ja. Du hast ja dort in der letzten Nacht nochmal ein bisschen mit Silvio angebandelt. Da kam es ja in der Show leider nicht dazu, aufgrund von deinem Schlafanzug. Habt ihr euch denn nach der Show nochmal gesehen? Ja, also nein, wir können auch darüber reden, was in der Show passiert ist, gar kein Ding. Ich habe euch ja schon vorher gesagt, ich dachte halt, das sieht gar keiner. Naja, warte kurz einen Schluck, bevor ich über diese Unangenehmigkeit. Ich bin so gespannt. Toll, jetzt hat meine Trinkpause voll angepriesen. Nein, das ist gar nicht passiert. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Ich hatte nur Durst. Nee, Silvio ist ein lustiger, cooler Typ. Da sind zwischen uns nie irgendwie krasse Funken hin und her gesprungen und das war leidenschaftlich, sondern ja, wir waren da halt beide gerade. Ne? Und mehr ist da nicht passiert, aber wir haben trotzdem freundschaftlich danach auch mal kurz hin und her geschrieben, aber jetzt nie in eine Dating-Richtung oder irgendwas. Okay. Na gut. Auch mal gut. Hier ist zwar jetzt gerade kurz mal was anderes als Reality Show, aber das habe ich ja schon zum zweiten Mal gelesen. Hättest du denn Bock, in den Dschungel zu gehen, wenn du das Angebot bekämst? Ja, voll. Ja, total.
Also ich weiß, ich wäre schlecht da drin, weil ich total Angst vor allem habe. Ich glaube jetzt seit der Couple Challenge ein bisschen mehr an mich und sowas, aber es wäre trotzdem ganz, ganz furchtbar für mich. Aber ich würde es auf jeden Fall machen und es ist tatsächlich auch eine der Shows, die ich noch mental auf meiner Liste habe. Aber ich weiß nicht, ob es schon an diesem Punkt, also ich glaube, in den Dschungel muss man ja erstmal gehen, wenn man seine Karriere wieder ankurbeln will, die schon tot ist. Und ich glaube, momentan lebt alles bei mir halbwegs, deswegen ist okay. Mal gucken, später irgendwann auf jeden Fall. Ja, okay, also, das ist schon mal geil. Wir können ja mal generell sagen, Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt jetzt an Melodie, haut es hier einfach mal in den Frage-Button rein. Ich glaube, das ist am einfachsten für Tessa zu sehen, weil hier geht es am Ende noch unter. Genau. Hier hat noch jemand geschrieben, Are You The One? Und Melodie sagt dir, wie es ist. Würde ich dich so geil gern drin sehen. Wirklich? VIP. Ja. Ich wurde gezwungen, das mal mit jemandem zu gucken. Ich habe das nur ein bisschen verstanden. Aber ich habe auch nicht mehr so viel Lust zu diese nur Dating-Formate. Und was, wie wäre es dann mit Promi Big Brother? Ja, das wäre auch auf jeden Fall auch eine Option für mich, auf jeden Fall. Dankeschön, danke, dass du alles hast. Hast du gerade die Liste ab? Vielleicht meldet sich einer. Dann kann ich nicht mehr sehen. Das wär, das guckt ja einer zu. Ich habe es vorher bestochen, das zu sagen. Gut, die Frage, die gerade reinkam, haben wir gerade beantwortet. Gut, wie dazu. Wie hast denn du jetzt mal so bei den anderen dieses Zwischenmenschliche mitbekommen? Also es wird ja viel über Jessi Klein und Nick gesprochen. Wie war wirklich die Stimmung zwischen Yasin und mir? Weil auf uns wirkt es total verliebt zum Beispiel. Gina, Silvio, Danilo-Drama. Da weiß gar nicht, da bist du ja dann schon raus gewesen. Nee, das war, da habe ich noch nichts von gehört, ja, aber auch interessant. Vielleicht willst du ein paar Sachen erzählen. Yasin und Mia, ja, für mich war sie auch eine Front, als ich reinkam. Das Ding ist, ich mag diesen Namen gar nicht so oft sagen, weil ich finde, dass gewisse Leute sollten nicht, mit gewissen Charaktereigenschaften sollten nicht so eine Plattform bekommen. Und ich will dann nicht dazu beisteuern. Und ich finde es auch sehr vielsagend, wenn selbst eine Valentina diesen Namen nicht mehr irgendwo erwähnt. Das muss schon was heißen. Ich bin ja gerade auch live, deswegen will ich da hier keine Plattform liefern. Aber natürlich ist Yasin auch nicht immer der ganz korrekteste, coolste. Aber dann gibt es halt noch eine Stufe, so ernsthafte Böshaftigkeit, die man darauf kippen kann. Und an so einem Punkt bin ich dann komplett raus. Brauche ich nicht in meinem Leben. Ja, aber das ist auch was ich halt so gut an dir finde, was du auch in den Formaten eigentlich, finde ich, immer so lebst, dass du dich aus diesem ganzen Teenie-Drama, sage ich jetzt mal, dieses Liebesdreiecke, irgendwas, hältst du dich halt meistens raus und sagst so, macht euer Ding da, will ich nicht mit reingezogen werden. Ja, ich weiß aber nicht, ob das im Endeffekt gut ist oder geschäftsschädigend. Nein, also jetzt persönlich für dich ist es natürlich gut. Ja, also ich bin halt so, wie ich bin und ich bin halt auch on cam so und wenn dann irgendwie diese ganzen Dramen losgehen, ich bin sehr, sehr oft involviert oder ich bin im Mittelpunkt des Dramas und weiß es halt sehr lange nicht. Ja. Aber es war auch vor Reality-TV schon so, das war mein ganzes Leben lang so. Es war alles um mich herum, ich wusste nur sehr lange nicht, was los ist und dann bin ich auf einmal in irgendeinem Drama, was ich nicht will, weil ich eigentlich wirklich die bewusste Entscheidung mache, jeden Tag wieder in vielen kleinen Situationen kein negativer Mensch zu sein. Und diese ganzen Leute, die da mit so viel Negativity schon in sowas reingehen und dann wissen auch, ja, wenn ich jetzt hier Drama mache, Drama ist gleich Sendezeit. Sendezeit ist gleich Influencer-Laufbahn danach. Influencer-Laufbahn ist gleich Baden und Geld und nach Dubai ziehen. So, die gehen ja alle schon mit so einem Gedanken in diese Shows. Und ich will halt gar nicht in diese ganze Kacke involviert sein, es nervt mich. So. Ich finde das super. Das ist eine super Einstellung, genau. Ja, ich weiß nicht, ob man sich dann auch, man kann es auch negativ sehen und sagen, hey, dann gehörst du nicht in so ein Format, weiß ich nicht. Es ist trotzdem immer eine lustige Erfahrung. Ich gucke mir gerne solche Menschen an, weil mit solchen Menschen habe ich in meinem Privatleben nichts zu tun. Erst recht, wenn ich nicht mit denen gezwungen bin, mich zu befassen irgendwie. Ich will gar nicht Reality TV schlecht reden, es macht sehr viel Spaß, das zu machen, aber gerade was so in letzter Zeit abgeht, wo alle zwei Wochen ein neues Format rausgeballert wird, ist es wirklich anstrengend. Also mein erster Call geht immer nach jeder Show, wenn ich mein Handy wieder habe, an meine Mutter. Und sie hat mir das nach Reality Show, in dem Gespräch hat sie es erzählt, weil mir ist es selber nicht aufgefallen. Sie hat gesagt, nach jedem Format rufst du mich als erstes an, hast einen halben Nervenzusammenbruch und sagst, ich will das alles nicht mehr machen. Und das wird halt einfach durch so eine Leute, die ohne Grund negativ zu mir sind,
Ja, es passt gar nicht zu mir. Hört doch mal alle auf, so scheiße zu sein, damit ihr Influencer werden könnt, Leute. Das nervt voll. Wahrscheinlich fällt das halt für dich auch nochmal stärker auf, weil du so viel Zeit natürlich jetzt auch letztes Jahr in Amerika verbracht hast. Ne? Ja, ja. Wo dann wahrscheinlich eher so, da sind ja alle immer super freundlich, ob das jetzt alles auch so echt ist. Nächste Frage, aber es ist ja trotzdem erstmal ein besserer Vibe für einen, als wenn man schon so angewiesen wird, ohne Grund. Ne? Ja, ja, aber total. Ja, ja. Wirklich. Ja. Gerade noch eine gute Frage, ob du denn bei dem Wiedersehen dabei warst, bist? Nee, ich glaube, ich darf sagen, nein, war ich nicht. Okay, schade. Noch eine gute Frage. Ich habe richtig zur Family gehört. Ich wäre mein Gast. Eine gute Frage war, hättest du dich denn gefreut, jetzt noch dort auf Valentina zu treffen? Nee, auf gar keinen Fall. Also jetzt mal, um ganz ehrlich zu sein, habe ich sie in meiner Quarantäne in dem Hotel, also sie war da nicht mehr in Quarantäne, sie durfte da zum Pool gehen, ich habe auf mein Fenster geguckt, habe richtig schlechte Laune bekommen, weil da lag sie da am Pool und ich konnte mir das auch nicht weiter angucken, sonst, ich habe halt Angst gehabt, der einzige Grund, warum ich nicht schon auf meinem Boot irgendwas runtergeschmiert habe und Spielfahrt fahren wollte, war, dass ich ja nicht wusste, was abging, dass ich die Regeln nicht kannte, dass ich Angst hatte, dass wenn ich jetzt was mit ihr anfange, dann wird sie wieder in die Schurke geholt. Diese Bühne wollte ich ihr nicht geben und deswegen habe ich nichts gesagt. Aber unterm Strich kann ich sagen, ich bin sehr froh, dass sie nicht da war. Also du bist ja auch eingezogen und da gab es ja auch direkt diesen krassen Eklat mit dem Anruf von Jessie Klein, ja, an ihre Freundin, und dass Valentina da irgendwas weitergesteckt hatte. Das war ja da auch direkt, ne? Kann die Alte einfach nicht leiden. Die verkörpert alles. Ich habe es euch doch gerade erklärt, was ich nicht mag. Ja. Die verkörpert alles, was ich überhaupt gar nicht leiden kann. Und dann sagt sie auch noch, sie ist real. Also first of all, ist meine Brand real zu sein. Don't come from my brand. Second of all, du kannst doch nicht die ganze Zeit sagen, ja, das ist real, ich bin so real und jeder andere ist unreal. Aber alle hassen dich immer, egal wo du hinkommst. Also finde ich jetzt auch ein bisschen problematisch. Aber Respekt an das Mädchen, dass sie das alles so weit geschafft hat mit dieser Karriere, die sie jetzt macht. Und wenn ich drücke ganz so die Daumen, vielleicht ist sie nächstes Jahr im Dschungelcamp anstatt Christine. Oh Gott, bitte nein. Ist das besser? Bitte nein. Tessa, nicht einfach Sendepause jetzt. Letzten bitte. Besprechung haben wir auch gesagt, ganz ehrlich, dieses Wort real, das will ich halt in diesem ganzen Trash-TV auch nicht mehr hören. Also wirklich, nee, weil wenn du auch real bist, dann musst du das nicht die ganze Zeit permanent sagen. Hä? Naja. Naja. Warst du denn auch erfreut darüber, Elena Miras nicht zu treffen? Oder hättest du dir vorstellen können, wie das wieder Vibe so zwischen euch beiden im Haus ist? Nee, ich habe überhaupt gar keine Meinung und keine Empfindung und gar nichts von der, weil, also, ich kenne die nicht. Ich habe ja auch erst Reality-TV jetzt angefangen zu gucken, weil wenn man da so Leute in Shows trifft, dann finde ich das interessant zu sehen. Aha, wofür sind die bekannt? Was hat die so gemacht? Dann gucke ich mir das an. Aber spule auch meistens nur zu den Stellen, in die sie involviert sind. Genauso habe ich dann von Yasin Temptation Island geguckt. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Temptation Island geguckt habe. Und so habe ich aber auch Ex on the Beach, die Staffel davor, so durchgeskippt bei Christina und Alex, als ich die kennengelernt habe, weil ich wissen wollte, was da los war. So. Ja, und Elena Miras war halt noch nie in der Show, die ich jetzt so, wo ich einen Grund gehabt hätte, die zu gucken. Und deswegen weiß ich es nicht. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ist es jetzt schon alles durchgelaufen? Weiß man? Also nee, wir sind gerade bei Folge 9 und 10. Also nächste Woche sind dann die beiden letzten Folgen in Deutschland. Okay, na viel Spaß. Auf jeden Fall gibt es einen Grund, dass du mich diese Frage, dass du mir die stellst. Ja, habe ich gehört. Mehr weiß ich auch nicht. Ich habe es nur grob gehört. Naja, ja, also Elena ist halt, die Formate brauchst du auf jeden Fall nicht durchskippen. Das ist immer ein bisschen toll. Sehr toll. Okay. Was haben wir hier noch? Wusstest du grundlegend, wer dich im Haus erwartet? Oder überhaupt gar nicht? Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt so Leute sagen darf, die mir da was verraten haben. Also ich habe halt vorher bei Instagram-Profile gesehen und habe mir das dann kurz mal angeguckt. Da gab es viele, die ich gar nicht wiedererkannt habe im echten Leben. aber ja, also sonst hatte ich kein Bild. Ich kannte sonst keinen. Nee. Ja, ja. Hier kam noch eine Frage. Wer war deine Lieblingsfrau bei Reality Show? Gina. Warte mal, wer hat das gefragt? Gina? Nee, Gina war es nicht. oh Gott, hat das jemand anderes von denen gefragt? Ich habe die falsche Antwort gegeben.
Nein, ich war irgendjemand, der nicht dort dabei war. Keine Sorge. Cool, dann Gina. mit Belly habe ich mich auch richtig, richtig gut verstanden. Gina fand ich irgendwie, die hat mir erstmal die Tür aufgemacht und dann dachte ich, hey, Loredana ist auch hier, krass. Geil. Immer. ich fand sie irgendwie die ganze Zeit, ist eine geile Frau, aber ich glaube, den meisten Spaß hatte ich mit Belly und so von der Lebensweise halt Jessie Groß und jetzt vom Kontakt noch danach Jessie Klein, also wirklich mit ganz vielen habe ich mich sehr gut verstanden. Hält euch halt mal Loredana oder so. Das geil. Ja, das war auch ein Schweizer Format. Das ist ja, ja, eben. Aber ich kann mir halt auch richtig gut vorstellen, wie du dort vor der Tür standest und dachtest, wirklich? Ja, ja, das ist tatsächlich. Und dann mussten sie das auch normal drehen, die Tür aufmachen, weil sie hat einfach rausgeguckt. Und dann stand ich da 10 Minuten und dachte, hä, ist da jetzt echt Loredana drin? Ja. Oh, hier ist ein Teil 1. Haben die Schweizer immer Hochdeutsch gesprochen mit dir? Nee, also ja, also ich glaube, die haben sich viel bemüht. Es waren ja auch noch andere Deutsche im Haus. Und die hatten auch irgendwas wie Schweizer Stunde, wo sie Schweizerdeutsch geredet haben. Keine Ahnung, was genau die da war. Da haben sie, weiß ich nicht, so. Mit mir haben sie sich Mühe gegeben. Aber wenn die untereinander dann angefangen haben, wenn wir halt so dritt, viert geredet haben und da saßen, fingen die halt untereinander an, jetzt sich über ein Thema zu diskutieren. Und dann habe ich überhaupt nichts verstanden. Ich habe auch jetzt in so Sequenzen, wo Leute scheiße über mich reden, also die eine da scheiße über mich redet auf Schweizerdeutsch, bin ich auch so, es tut mir leid, ich weiß, du disst mich jetzt, aber ich verstehe auch gar nicht, was du sagst. Wirklich, wirklich, ich verstehe es wirklich nicht. Gut so. Ja. Ich glaube, generell kann man ja jetzt auch, also klar, es ist uncool, aber an diese ganze Geschichte jetzt am besten auch einen Haken machen. Ich meine, sie hat jetzt auch keinen Grund mehr, das mit Yasin ist ja eh durch. Was hinter den Kulissen abgeht, ist noch viel schlimmer. Also, um mich zu dem Punkt zu kriegen, dass ich sage, es ist wirklich jemand ein böser Mensch, ist, it takes a lot. Okay. Gut, dann reden wir aber nicht mehr drüber. Mama, das andere ist, du hattest ja heute, wie ich mitbekommen habe, auch gar nicht mal so einen geilen Tag, so einen geilen Start in den Tag. Oder war das gestern? Ach so. Ja, das ist, ja. Also. Klär erstmal auf, also dir wurde dein Handy geklaut? Nee, es ist nicht dazu gekommen, weil der Moment, wo man dann immer klar macht, dass man das schon auf etlichen Geräten, ob das von der Schwester, der Mutter hat, dass das geortet werden kann und dass man auch ganz einfach mit dem anderen Handy jetzt einen Ping senden kann. Das sind so die Momente, in denen das dann rausgegeben wird oder an ein anderes Versteck gelegt wird und dann plötzlich wieder auftaucht. Das ist mir tatsächlich nicht zum ersten Mal in meinem Leben passiert und das von Leuten, die eigentlich mir gut gewillt sein sollten, hintergangen zu werden und also auch finanziell ausgenutzt zu werden, ist mir auch bei weitem nicht zum ersten Mal passiert. Deswegen, ja, it was another experience und irgendwann werde ich hoffentlich lernen, nicht mehr allen zu vertrauen und allen alles auszugeben. Scheiße. Ja. Martin da oben. Scheiße. Das ist seit 4 Minuten nicht mehr gesagt. Ist ja scheiße. Ja, scheiße. Ja, nee, danke. Ja, ist ja. Aber mit Prince an sich hast du jetzt aber eine geile Zeit gehabt, ne? Ja, voll. Also, wie ihr euch wieder so gefunden habt. Ganz krass, hätte ich auch nicht gedacht, bei Ex on the Beach oder auch nach Ex on the Beach, dass ich mich mit Prince so verstehen würde. Ich bin ja auch im Allgemeinen nicht einer, das hört sich so Germany's Next Topmodel mäßig an, ich bin nicht hier, um Freunde zu finden, aber ich bin wirklich in diesen Shows, so das mache ich halt und das macht mir auch Spaß und die Momente, die ich mit den Leuten habe, sind auch real, aber dann in meinem Alltag, der ja auch sehr oft in Amerika irgendwie stattfindet, denke ich mir jetzt nicht, ich hole mir da jetzt Freunde und sitze jeden Sonntag mit denen rum. Aber manchmal findet man sowas. Und worüber haben wir jetzt gerade geredet? Einfach nur, wie es dazu kam und dass der ja eine ganze... Ach so, ja genau, bei Prince, weil ich war jetzt schon wieder bei Yasin, weil ich mir gedacht habe, ja, der muss auch noch mal bleiben. Nee, bei Prince. Bei Reality Show, dass Yasin der glückliche Gewinner der Freundschaft mit mir gewonnen hat, bei Ex on the Beach war sein Prince. wir haben mega viel Spaß zusammen, er hilft mir auch total viel. So fing es auch an, dass wir uns wieder connected haben, der ja Musikmanager ist. Und das, der hilft mir jetzt ganz, ganz viel mit meiner musikalischen Zukunft. Ah. Ja, so ist es zustande gekommen. Also wirst du uns noch eine Zeit in Deutschland auf jeden Fall beglücken? Ja, tatsächlich. Prince und dem Projekt zuliebe. Ich sage immer allen, die mir schreiben, hey, komm doch mal jetzt zurück, weil ganz viele vermissen mich auch in L.A. Und ich kriege auch ganz viele tolle Angebote. Meine so NBA-Spielerfreunde schreiben, hey, komm, willst du nicht irgendwie mal nach Hawaii, machen wir ein schönes Wochenende? Ich will richtig toll wieder gehen. Es gefällt mir in Amerika im Allgemeinen so viel besser. Aber
Ich habe uns versprochen, wir ziehen das jetzt durch. Nein, und ich weiß auch, ich will das für mich durchziehen. Ich bin auch deswegen zurückgekommen nach Deutschland. Ich wollte weiter in meiner Musik. Das war nach diesem Gespräch, ne, wo der mir die Augen geöffnet hat, gesagt hat, du musst machen, was du liebst. Und dann dachte ich, dann habe ich genau nach dem Gespräch mich wieder zurückgekommen zu mir und habe Prince angerufen und habe gesagt, ey, ich muss machen, was ich liebe und deswegen brauche ich deine Hilfe. Und here we are. Und jetzt bleibe ich, bis fertig ist. Ich hoffe, es gibt aber auch ein Feature mit Xenia. Ja, ich glaube, wir machen sehr verschiedene Musik, aber ein Feature, weiß ich nicht, verrascht ja zu viel. Nö, also vielleicht kann man ein Fernsehfeature demnächst wieder erwarten. Bitte. Oder wenn du jetzt noch eine Zeit lang in Deutschland bist, hoffen wir dich natürlich auch endlich mal in Persona zu treffen, bei einem oder so, das wäre ja völlig genial. Voll, also ey, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Also wirklich, ich habe es mega Bock drauf. Ja, Xenia direkt angerufen. Ey, Xenia, wann planst du wieder? Ja, ja, mit ihr muss ich auch noch so viel reden. Es ist immer, wenn ich zurückkomme, muss ich mich erstmal irgendwie ums Haus Sachen kümmern. Und jetzt komme ich gerade von diesem Silvestertrip zurück. Der war auch ganz, ganz arg verrückt. Deswegen, ich bin noch gar nicht richtig in der Realität angekommen hier in Deutschland. Aber jetzt habe ich noch ein Interview mit euch. Also. Aber L.A. ist trotzdem noch, dass du sagst, okay, irgendwann zieht es mich auf jeden Fall wieder zurück. Ja, 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 ja. Also definitiv. Und der langfristige Plan, das war schon auch immer der Plan, ja. Okay. Aber ist doch gut. Ich finde es ja voll geil, dass du da so Bock drauf hast und dass du das dann auch einfach so lebst. So, weißt du, es ist irgendwie immer leicht zu sagen, oh, ich würde so gerne nach L.A. und da irgendwie mein Ding machen. Aber es ist ja schon auch auf eine Art scary, das zumindest erstmal zu machen und so diesen Schritt zu wagen, sag ich mal. Mhm. Deshalb voll geil von dir. Ja, aber man lernt auch wahnsinnig viel. Ich glaube, das ist ganz gut zu reisen, egal in welcher Form, egal wie man das kann, von der Zeit her, vom Geld her. Es muss ja nicht immer irgendwie 6 Monate in L.A. sein, sondern es kann auch irgendwie mal ein kleiner Wochenendtrip irgendwie sein, nach Prag oder sowas. Weil ich finde es einfach super wichtig zu reisen und über Menschen zu lernen. Und ich glaube auch nur deswegen kann ich in Reality-Situationen manchmal ruhig bleiben. Also ich bleibe ja auch nicht immer, ich habe ja auch nicht Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich glaube, dass ich sehr viel über Menschen allein durch mein Reisen gelernt habe und deswegen ein bisschen besser die Ruhe bewahren kann. Ja. Voll gut. Jemand hatte noch gefragt, ob du dir vorstellen könntest, bei Temptation Island als Verführerin reinzugehen. Auch wenn du jetzt ja schon gesagt hast, Dating langweilt dich jetzt eigentlich als Format. Ja, es kommt drauf an, wie viel die mir bieten, ne? Okay. Geil. Take notes, alle, die hier drin sind. Hast du noch andere Fragen, Tessa, in der Box? War deine Angst vor dem Kätzchen ernst gemeint? Voll ja. Verstanden, ich wäre du gewesen. Ich wäre original du gewesen. Wirklich? Ach, danke schön. Ja, ich dachte, es ist wahnsinnig verrückt. Ist es vielleicht auch ein bisschen, diese Katze, muss ich aber dazu sagen, ist wirklich, das war so eine griechische Straßenkatze und du hast sie ganz so angesehen, dass sie krank ist. Die hat da Eiter aus den Augen kam da raus. Oh. So. Also nee, ich mag Katzen also generell nicht sonderlich gerne und ich finde es auch mit so Krallen und so super gefährlich und außerdem benehmen die sich immer so, als würde denen alles gehören. Ja. Aber, dankeschön. Ich glaube, ja, ich habe jetzt auch viele Leute gegen mich aufgebracht, so viel Leid an alle Katzen lieber, aber Hunde sind einfach viel mehr mein Ding. Aber diese particular Katze war wirklich krank und eitrig und hatte Wunden und ich habe einfach ganz doll Angst gehabt, krank von der zu werden. Ja. Und auch wenn die dann noch so creepy hinterherlaufen und so Katzen sind einfach. Ja! Nicht. Oh, sind toll. Ich fand's so witzig. Wenn du diesen ganzen Haus, wo diese Katze hätte langlaufen können, du so, bitte einfach nicht zu mir. Und die so. Die wollte ja zu dir. Kommt dir halt hinterher. Ja. Und du ja dann versuchst, in den Schrank reinzukrabbeln. Belly noch gerufen und ich hätte halt so gedacht, kannst du bitte einfach sofort kommen, Belly? Hier noch Hände gewaschen. Da. Ja, ich komme gleich eine Sekunde. Belly fand sie aber auch richtig süß, die Katze. Die hatte sie dann auch einmal noch irgendwie gefüttert, wo ihr da so eine große Party auf der Terrasse hattet. Ja. So, ich muss erstmal dem Kätzchen Essen geben. Ja, ja, Belly liebt die Katze ganz toll und auch immer noch, glaube ich. Also, tut mir leid. Sie streichelt die ja auch. Die sieht wirklich nicht aus, als sollte man die anfassen. Wirklich. Ja. Du, man hat das aber auch, so fand ich schon gesehen, die sah halt wirklich jetzt nicht unbedingt gut aus. So. Naja, gut. Trinkt ihr mal. Ich wurde schon geschrieben. Entschuldigung. Mellos Challenge und im Dschungel erstmal eine Katzen-Challenge. Oh Gott, bitte nicht. Nee, sowas gibt es auch nicht im Dschungel. Das ist Schummeln, das möchte ich nicht. Keine Ratten, keine Schlangen. Du kriegst Katzen. Ich habe noch mal eine Frage. Ja. Okay.
Also ich glaube, ich weiß schon die Antwort, aber wenn du für nächstes Jahr nochmal angefragt werden würdest, würdest du nochmal in die Villa gehen? Oder hat sich da jetzt irgendwas so entwickelt, dass du sagst, nee, ich glaube, ich würde es ablehnen? Ich finde das ganz krass, dass du sagst, du hast schon die Antwort, weil ich weiß es so auf Anhieb nicht. Achso, also, ich hätte es jetzt einfach vermutet, weil du so positiv gesprochen hast. Ja, nee, dieses Ganze, es gibt da wirklich manche Personen, da muss ich mir überlegen, wiegt das Geld auf, die wiederzusehen. So, ja, das kommt auch wieder aufs Angebot an, wie viel Geld die mir da anbieten. Also sonst, ich mag es wirklich dolle nicht, mich mit Negativität zu konfrontieren. Die versteht nicht, wie doll ich das hasse. Und es nervt mich, wenn ich damit zwangsläufig konfrontiert werde. Aber hey, bis zum nächsten Jahr habe ich da bestimmt an mir gearbeitet. Ja, würde ich nochmal machen. Und wenn die dich fragen würden, ob du richtig fest in die Familie mit einziehen würdest, also die komplette Zeit? Naja, dann müsste man ja das Problem lösen, was schon von Anfang an da war. Und das ist das Geld. Mhm. Aber wenn ich das lösen kann. Klare Ansage, ne? Können Sie sich mal einen Plan überlegen für nächstes Jahr. Martin hatte letzte Woche ja auch schon gesagt, dass ja eigentlich diese Blablabla-Shore-Formate ja auch so sind, dass du rausgehen kannst eigentlich. Richtig draußen feiern mit irgendwie fremden Menschen und so. Und da sehe ich dich ja eigentlich auch, dass du da geile Stimmung machst. Gott. Ey, das würde mir so viel Spaß machen. Da war ich auch ganz traurig, als ich gehört habe, dass ich den Tag da im Beach Club verpasst habe, weil das sind meine Vibes. Sowas, boah, da so rausgehen und feiern und dann sehen noch die anderen im Club, die Leute, die so diese richtig reichen, die mal im Beach Club sind, die, und die ganzen Fußballspieler, also die sehen dann alle voll, ich bin da mit Kameras auch noch, ja. Das wäre total mein Ding, würde ich meinen Booty shaken. Aber Mello, warum denn jetzt Fußballer? Wir dachten, du warst eher bei den Rappern. Ja, aber jetzt mal realistically, wer geht in den Beachclub, sind Fußballer. Also habe ich einfach nur realistisch, das ist jetzt kein Wunschdenken. Wenn ich es mir wünschen könnte, weiß ich nicht, dann würde ich Elon Musk hinstellen, das wäre toll. Also auch wenn du sagst, du hast diese Negativität und du rufst nach jedem Format eigentlich sofort deine Mama an, kannst du dir grundsätzlich vorstellen, wenn wir es jetzt mal wirklich einfach deutsch sagen, wenn es Geld passt, bist du eigentlich dabei. Ja, vor allem es macht mich ja immer dann glücklich, wenn es so losgeht, wenn die Leute dann irgendwie, wenn ich sehe, die haben eine Story über den Fernseher gemacht, wie sie eine Show gucken, in der ich dabei war. Das ist ein total tolles Gefühl. Deswegen, das macht dann auch wieder viel gut. Und ich bin total dankbar, dass ich das machen darf, was ich mache gerade. Und ich hoffe, das geht noch voll lange so weiter. Hast du denn im Zusammenhang mit Reality Show auch negative Resonanz bekommen? Nee, ich habe aber auch, also bis jetzt ist es ja nur so richtig in der Schweiz gelaufen, also es hat jetzt auf Join ja angefangen. Es ist bis jetzt noch so, dass es ein bisschen, das ist, was ich anfangs dachte, ich kann machen, was ich will, weil keiner sieht es. Es läuft ja ab 2.2. nochmal auf MTV Deutschland, vielleicht wird es da nochmal anders, aber ich glaube sowieso, so diese ganzen Streaming-Shows, die können auch so ganz unerwartet noch einen Hype an einem anderen Punkt bekommen, wenn die Leute die dann alle gucken. Und ja, manchmal bekomme ich auch immer noch Nachrichten von Leuten, die gerade die Shows gucken und ja, mal gucken, ob es noch viele sehen werden, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, hey, da waren negative, also es gab noch keine negative Resonanz, aber das lag daran, dass diese Resonanz im Allgemeinen nicht viel war, aber es ist ja ein guter Schnitt, so keine negative Resonanz in der Show. Was habe ich? Ist die Adam so? Ich lese mal so vor, wie es hier steht, okay? Ja. Ist die Adam sucht Eva eigentlich heute noch, achso, dir unangenehm, diese Geschichte mit dem Typen? Ich erinnere mich dunkel. Ja. Nee, bei Adam sucht Eva, also im Allgemeinen ist es ja, ich werde auch super oft gefragt, ob Entschuldigung, ich habe ein Tier gesehen. Wenn du das irgendein Insekt hast. Katze. Oh. Nee, ist kleiner. Adam sucht Eva ist ja allgemein so, das finde ich jetzt auch ein bisschen, lass mich nicht daran erinnern, weil es ist gut, dass es so lange her ist. Aber ja, worauf da angespielt wird, ist einfach, dass ich da schlimmst beim Adam war. Ich bin aber im Allgemeinen so, dass mich nichts, also ich bin ja im Fernsehen, seit ich bei DSDS war, und da war ich 19. Ich bin jetzt 27. Und ich finde, alles, was auf dem Weg da war und passiert ist und wie ich als Person gewachsen bin, davon ist mir einfach nicht wirklich unangenehm, weil es zum Prozess geführt hat, der ich heute bin. Deswegen, warum sollte mir unangenehm sein, wie ich mich in der Show vor Jahren verhalten habe, wenn es auch alles Sachen sind, die mit beiden Parteien ja auch schon jahrelang geklärt sind und so. Ja, ja. Gut.
Sehr gute Einstellung. Ich glaube, so muss man damit halt auch umgehen, weil sonst gehst du ja wahrscheinlich auch kaputt, wenn du dir dann am Ende immer denkst, oh Gott, da war ich ja so schlimm. Ja, aber so, selbst wenn das so lange her ist, auch ist man einfach, selbst wenn es manchmal nur 2 Jahre her ist, ist man so gefühlt ein komplett anderer Mensch. Ja, aber man sollte auch so ein bisschen darüber reflektieren und das Gedanken machen, wie man es fällt. Weil es gibt ja auch viele Leute, die sich in der Show daneben benehmen. Und was ja auch ein Beispiel ist, warum ich froh war, Valentina da nicht zu treffen, dann im Nachhinein noch sagen, hey, da habe ich mich total super verhalten. Die Leute, das ist schuld, die Produktion ist schuld, alles ist schuld. Und damit spiele ich nicht auf diese Show jetzt an, weil die habe ich gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ich habe mir meine Folgen angeguckt. Ja, ich weiß nicht, wie das da mit Valentina war. Aber halt im Allgemeinen, die ganze Zeit so zu tun, als wären alle anderen immer schuld und sich gar nicht zu reflektieren, finde ich halt auch falsch. Ja, das geht auch nicht. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es Masche. Ja, also genau, entweder du reflektierst halt und sagst, okay, dann ist so ein Format halt nichts mehr für mich, dann kannst du aber auch an nichts mehr teilnehmen oder du gehst halt nur noch in solche Quiz-Sendungen. Ja. Oder du reflektierst dich halt falsch und machst einen André Mangold und gehst dann halt ins nächste Format und versuchst dich da irgendwie da wieder ein bisschen zu reparieren, was dann teilweise ja, auch wieder nach hinten los. Aber irgendwo, naja, irgendwo funktioniert es ja, es kommt darauf an, aus welcher Perspektive wir sprechen, weil du hast wahrscheinlich gerade aus der menschlichen Perspektive gesprochen, was fürs Leben wichtig ist, ne? Ja, weil, du bist da, Melo. Sorry. Hallo, Yasin, I love you. Hallo. businessmäßig funktioniert das, was Valentina ja macht. Businessmäßig funktioniert auch das, ja, was Christine da macht. Also die ist jetzt im Dschungel und es hat, warum ist sie da? Sie wäre von den Shows, die sie gemacht hat, viel zu irrelevant für den Dschungel. Sie ist da, weil sie halt, da stimmt was nicht. Und deswegen ist sie da und dann glaube ich auch, das wird unterhaltsam, weil ich finde es eigentlich auch nur noch unterhaltsam zu sehen, wie reagieren andere Leute, so ein Harald Glöckler, so ein, ja, man kann sagen, über den, die Kombination, ja. Ja, aber der ist ja irgendwo ein gestandener Mann, der eine Karriere gemacht hat und sowas. Und dann kommt so einer und wird gar kein Respekt, das ist total aufregend. Da, jetzt überlege ich gerade, während ich das erzähle, schon auch mal wieder Reality-TV einfach so zu gucken. Das ist schon ganz geil. Seht ihr, aber das ist das, was ich meine. Es macht es aus. Es funktioniert businessmäßig, das zu machen, aber ich könnte halt niemals damit leben, so ein Mensch zu sein, obwohl ich glaube, die sind halt auch privat so. Aber es gibt ja auch Leute, die sich tatsächlich rehabilitieren, wie zum Beispiel Serkan, den konnten wir 2 Jahre lang, also Tessa und ich zumindest, gar nicht sehen, weil wir dachten, was ist aus ihm geworden, Martin auch nicht. Ja. Und jetzt bei Bachelor in Paradise wirkt er auf einmal total sympathisch wieder. Ja, denkst du, ey, okay, der hat sich reflektiert. Und dann kann man auch irgendwann sagen, okay, war halt scheiße, aber man kann ja vielleicht trotzdem noch mal eine Chance geben. Und es ist gut, wenn man sich reflektiert hat. Ey, vielleicht sowas mit Christina und Valentina und sowas, die da machen, das hält ja auch nicht für immer. Das wird jetzt ein paar Jahre lang gut gehen und dann nimmt man den Dschungel mit und dann nimmt man diese ganzen Shows mit. Und dann muss man sich ja irgendwann mal klar werden, ob man auch für sich, für sein Leben selber sich verändern möchte. Und dann hat man nochmal die Chance, so wie ich sagen kann, einen besseren Ruf sich zu erschaffen. Also ich sehe das gar nicht als ausgeschlossen. Ja, man muss halt auch... Aber die sind aus einer anderen... Also wenn die sich jetzt anders zeigen, sind die auch einfach nicht interessant, weil die nichts mitbringen. Ja. Außer dieses... oh Gott, du hast recht. Du hast komplett recht. Also die müssen auf dem Zug draufbleiben, den die gerade fahren. Und es ist schade für uns, gut für die, dass es gut funktioniert. Aber danach ist es einfach definitiv vorbei, weil was sollen die beiden für einen Mehrwert bringen? Ja, also was Martin sagt, ist für die ist es gut und finanziell ist es für die wahrscheinlich auch gut. Aber weiß, was sie für Gagen kriegen. Ich habe gerührt, dass Valentina da dauerhaft drin war und ich nicht. So gut ist es auch nicht für die finanziell. Okay, aber so Presse und so Aufmerksamkeit bekommen sie auf alle Fälle. Aber so ein Format wie Bachelor in Paradise, das hatte einfach gute Vibes. Das war eine gute Mischung zwischen Drama, aber auch einfach positive Leute. Reality Show. Gute Mischung aus ein bisschen Drama, ein bisschen Fuego, aber an sich geile, zusammengewürfelte, positive Leute. Vielleicht nicht alle, aber zu 90% einfach positive Leute. Und das macht dem Zuschauer Spaß, deswegen schaltet er nochmal rein. Wenn du nur noch solche Stressbacken hast, du brichst ein Format einfach ab. Also Couple Challenge, die 2. Staffel, konnten wir uns nicht mehr geben. Ja. Keinen Fun gemacht und so ging es vielen. Wie schade halt auch. Weil im Vergleich zur ersten, die ja der komplette Knaller war, haben wir gedacht, dass es genauso geil wird. Ja, also danke. Also Feedback zu hören ist immer schön, aber es ist halt
Schade, dass. Aber wenn Leute aufhören, das zu schauen, werden ja auch Produzenten irgendwann verstehen, ja, das dass es das vielleicht das nicht mehr so weitergeht, wenn man andere Leute castet. Hoffentlich. Ich gehe davon aus, weil es ist immer nur das Gleiche und alle müssen doch begreifen, dass man davon jetzt genug gesehen hat. Ja, obwohl ihr seid halt auch so Menschen, die das alles verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass da auch ganz viele sind, die das trotzdem jedes Mal wieder, egal wie das Format heißt, total aufregend finden, wenn sich zwei die Köpfe einschlagen, der dritte dem die Frau ausspannt. Es gibt bestimmt Leute, die das total toll finden. Hier kam ja gerade so ein Kommentar: Hey, ich finde Reality-TV voll langweilig ohne Beef. Ja, also. Ja, aber was für ein Beef? Also, ja, es ist die sinnlosen und wichtigen, sag ich jetzt mal. So ein bisschen gehört auf jeden Fall zu, würde ich sagen, weil ich erwische mich ja auch selber, wenn es irgendwie Internet-Drama gibt oder Leute, weiß ich nicht, irgendwelche Ambi-Rapper, die ich nicht mal kenne, aber dann postet der Shade Room das und das jetzt, die haben das und das gesagt. Und dann gehe ich auch auf das Profil und gucke, weil ich kenne beide Beteiligten nicht, aber es ist schon spannend. Ich verstehe schon den Reiz in TV mit Streit. Ja, aber es muss sich halt die Waage halten. Man kann halt auch nicht immer nur scheiße sein und dann schreien, ich bin real, was wollt ihr eigentlich von mir? Hier muss sich die Waage halten. Beef ja, Mobbing nein, hat hier jemand geschrieben. Und genau so ist es halt. Ja. Genau. Melody, ich habe aber noch mal eine Frage. Wir waren ja gerade kurz beim Dschungelcamp und ich versuche dich jetzt hier mal gerade noch ein bisschen auszuquetschen. Denn ich hätte richtig Bock, dass Christine auf Lisha trifft. Weißt du da mehr? Nee, da weiß ich nichts. Höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich muss mir gerade vorstellen. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie beide besetzen würden, einfach weil die sind zu... Oder jetzt beim Dschungel. Mhm. Krass. Also wäre krass, weil dann hätte man halt zweimal das Gleiche. Weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß auch nichts. Was würde dann passieren? Ich weiß nicht. Beide würden ja dann im Hintergrund mit dem Gedanken kommen, dass alle wissen, also dass alle erwarten von denen, dass sie explodieren. Dann würden die Lisha tut ja, also hat sich ja über ein Jahr lang ein bisschen auch rehabilitiert und sagt ja, also tut ja, also hat ja lange nichts mehr in Richtung Krawall oder irgendwie gemacht. Im Gegenteil, da wird ja ein Piepmatz nach dem anderen ins Haus geholt. So ein kleiner, wie nennt man die denn? Wellensittich. Und die hat halt schon große Ansagen gemacht in Richtung Wien. Dass sie gerne sehen würde im Dschungel oder woanders und ihr da mal ein bisschen die Leviten lesen würde. Deswegen hätte ich voll Bock drauf, wenn so eine ältere, also zumindest älter als Christine. Aber ich glaube, es wird ganz schlimm. Es würde ganz schlimm werden. Aber ihr hat noch nicht gut mit zwei so aggressiven so eine Diskussion anzufangen. Ich würde mich viel lieber mal mit der hinsetzen und der versuchen zu erklären. Und dann, wenn sie es immer noch nicht versteht, dann ist sie halt so. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn da zwei so, ja, du bist so und so. Ich glaube, es reichen auch einfach schon Linda und Christine aus. Ich glaube, das bringt schon so viel Potenzial mit sich. Habe ich vergessen, Linda, ja, vom Bachelor von der letzten Staffel. Mhm. Naja gut, wie auch immer. Wir sind noch bei Melo. Habt ihr noch Fragen an Melody? Ich kam noch, mit wem hast du noch Kontakt? Ich denke mal von Reality Show. Ja, also Yasin auf jeden Fall an erster Stelle und dann sporadisch mit beiden Jessies. Ja, das ist jetzt das, was mir auf Anhieb einfällt. Bestimmt Gina gerade im Chat so, hey! Und mit Benny hast du aber auch keinen Kontakt mehr? Mit Benny? Hm? Nee, weil sie ihre Freundin der bei allem unterstützt. Aber es ist ja auch total okay. Ich habe Benny auch mehrfach gesagt, dass du das... dass wir uns immer gut leiden konnten. Das ist halt nur so Negativität, der ich mich entziehe. Okay. Ja, gut. Ja, mehr ist ja aktuell gerade nicht. Es geht nur um dein Handy die ganze Zeit. Viel, ja, wie gesagt, also, I let dark karma deal with it. Außerdem haben wir das schon gesagt, so ein bisschen grob. Und ich finde, dass wir auch wahnsinnig viele Themen schon abgegrast haben. Ja. Voll. Ich bin aber noch ein ganz kleines bisschen neugierig. Ich hatte nämlich gerade jemand was gefragt und da ist mir was eingefallen. Hast du schon mal eine Anfrage bekommen, die du abgelehnt hast? Ja, also mehrere sehr große Sachen auch. Ja. Darfst du oder willst du sagen, was das ist? Nee, will ich sagen, weil ich sie abgelehnt habe, weil es zur Zeit nicht gepasst hat. Aber nochmal. Ja, genau. Also wir drücken oder ich drücke auf alle Fälle die Daumen für wir machen Big Brother dieses Jahr. Wir machen das. Da würde ich sogar...
Ja, ich wollte gerade sagen, da würde ich sogar das auch nochmal gucken, weil eigentlich gucke ich das nicht, das irgendwie komme ich da gar nicht rein, aber wenn du dabei bist, würde ich auch mal reinhalten. Ey, ihr seid ja ganz süß, wie immer, aber können wir diese Lobesreden kurz halten, das ist mir ein bisschen unangenehm, vor allem live, ich habe nicht mal Filter im Gesicht, dann lache ich, aber es sieht nicht hässlich aus. Hä? Aber ich weiß, wir können es appreciate it, though. Wir können ja hier auch mal sagen, du hast uns ja auch gesagt, ey Leute, ihr könnt auch ruhig schlecht über mich reden, ja. Da habe ich null Problem mit. Machen wir auch, wenn du mal Scheiße baust, machen wir das ja auch, seid ihr sicher, aber bisher... Ja, das ist immer so ein guter Reality-Check, deswegen habe ich euch auch schon voll vermisst. War schön, dass wir das jetzt hier machen konnten. Ich habe halt fast gesagt, es lohnt sich für die Show gar nicht richtig, weil, also, ne, das war ja keine lange Zeit, aber ich bin trotzdem sehr froh, dass wir das gemacht haben und ich, wie gesagt, ich lasse mich jetzt von euch anspornen, ich will jetzt Sachen machen, damit wir das öfter machen können. Ja, bitte. Das ist so geil. Bitte. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass du unserer Einladung gefolgt bist und dass du dir das auch von selber schon gemerkt hast. Da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass du auch von dir aus voll viel Bock drauf hattest und mir hat es mega durch Spaß gemacht. Sie, natürlich, vielen Dank. Okay, gehe ich jetzt weg? Wir beenden, wie du willst. Wir hoffen, wir sehen uns bei Xenia oder so mal. Das wäre so gut. Ja, wir wirklich jetzt. Das machen wir. Das kann passieren. Das muss passieren. Ganz bald. Ja. Geil. Ich arbeite gerade daran, so wirklich mal konzentriert zu sein, meine Termine wahrzunehmen und so. Wenn ich das alles schaffe, boah, dann sehen wir uns. Geil. Wir freuen uns auf jeden Fall. Okay. Dann habt noch einen schönen Abend, meine Lieben. Gleichfalls, danke schön. Ich sehe jetzt schön aus von No Reason. Ich habe mich bei euch hübsch gemacht. Vielleicht mache ich noch irgendwas Verrücktes und gehe zur Tankstelle oder so. Das wird nicht zu crazy. Richtig aufgehübscht und wir hier so ein bisschen im casual look. Aber nein, sieht wunderschön aus. Ich habe mich so gefreut. Wirklich vielen Dank. Wir haben uns auch sehr gefreut. Gut. So, jetzt hau ich ab. Das wird das zu Schulz. Tschüss. Wir drei bleiben noch kurz, oder? Jetzt bin ich wieder so nah. Ich habe leider nur noch 5% Akku oder so, aber wenn ich weg bin, bin ich weg. Martin, wieder besser mit dem vorbereitet. Von mir aus können wir es jetzt auch einfach beenden. Haben wir noch einen Antrag sonst? Mir ist Silvio in dieser Folge einfach nur sehr auf den Sack gegangen in seiner Ansicht, wie er auch meinte, ja Nara, wenn du keinen Bock hast, dann nehme ich halt Melody. Fällt mir jetzt ein, geil. Aber gut, ne? Ist ja egal, weil sie hat es ja auch locker gesehen. Das hat zum Thema Silvio, ich habe eine kleine Hoffnung. In der nächsten oder in der übernächsten Folge hat sich so angehört, als hätten die wen rauswählen können. Ja. Und ich hoffe ein bisschen, oh Gott, das ist ganz. Ne, ist ja egal. Wir gucken ja einfach nur von außen drauf. Wir kennen die ja nicht persönlich. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal so sagen. Ich hoffe halt ein bisschen, dass es entweder Nara oder Silvio wird. Weil die, zu denen habe ich jetzt nicht so die Verbindung. Oder auch an manchen Stellen. Eine kleine Abneigung. Eine kleine. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Nara noch, wenn man sie ist ja auch erst 22, glaube ich, wenn man ihr das ein bisschen öfter sagt, wie Gina es ja gemacht hat, war sie ja total einsichtig und hat das gecheckt. Und ich glaube, dann ist sie auch eine Person, die sich am Ende gut einbringen kann. Weil dieser Silvio, der hätte mich wahrscheinlich auch getriggert. Nicht so krass wie sie, aber ja, kann man auch irgendwo verstehen. Ne? Ja. Apropos Gina, die ist ja immer fleißig eigentlich in unserem Live. Ich weiß nicht, hattet ihr sie letzte Woche drin? Ansonsten würde ich jetzt hier einfach mal eine Live-Einladung aussprechen für nächste Woche. Gina. Ja, gerne, wir würden uns ganz das freuen. Hättest du da Bock bitte mit uns? Zum Abschluss live. Jetzt kommt Pat hier nochmal kurz rein. Pat, mua. Oh, unser Pat, Kopf nach oben und gute Besserung. Ja, ich bin auch betroffen. Wir schaffen das. Oh Mann, ey. Gina, wir schreiben dir nochmal, ne? Ah, oh ja, sehr gerne. Wir schreiben dir trotzdem nochmal. Jawohl. Wir sliden in deine DMs, Gina. Nächste gut. Woche, gleiche Stelle. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Welle. Okay, Leute. Leute, ich speichere das jetzt hier für alle, die jetzt neu sind und fragen, worum es geht. Ihr seht das dann alles nochmal. Gina hat einiges zu erzählen und ich habe so Bock jetzt schon. Mega. Geil. Mega. Gut. Ich wünsche euch gleich noch einen Shitwoch, Leute. Also ab in Stories. Stimmt. In unsere Story. Nicht die Stories, sondern da kommt gleich noch was von mir. Geil. Ja. Cool. Gut. Dann, Leute, soll es das gewesen sein. Gut. Habt einen schönen Abend. Baba. Bis dann. Bye. Ciao.